So sieht es derzeit in vielen Gärten aus. Ameisennester überall im Rasen. Da tummelt sich die schwarzgraue, genauso wie die gelbe Wegameise und noch einige andere Arten. Die gute Nachricht ist, sie alle sind ungefährlich. Sie zerstören kein Holz, übertragen keine Krankheiten und fressen keine Pflanzen. Manchmal legen sie die Wurzeln frei, aber dagegen kann man gießen. Ameisen gehören in den Garten sowie Regenwürmer und Schnecken. Aber natürlich können sie stören, vor allem wenn sie in Massen auftreten. Etwa wenn sie Gehwegplatten unterhöhlen, weil es sich im Sand so schön bauen lässt. Darum sollte man Platten generell besser auf Split verlegen. Ärgerlich ist auch, wenn sie die Blattläuse auf unseren Beerensträuchern päppeln und deren Honigtau trinken. Das lässt sich aber leicht verhindern. Klebestreifen blockieren die Versorgungswege. Rasenameisen sind am hartnäckigsten. Zwar reagieren sie empfindlich auf Störung. Regelmäßiges Mähen, Düngen und Kalken mögen sie gar nicht. Irgendwann verlassen sie dann ihre Nester. Aber ein ameisenfreier Rasen bleibt nicht lange ameisenfrei. Geflügelte Jungköniginnen gründen hier sofort wieder neue Völker. Hausmittel wie Backpulver oder Hefe helfen übrigens wenig. Die Tiere untersuchen das Pulver zwar, aber fressen tun sie es meist nicht. Abschreckender wirken starke Düfte wie Zimt, Nelken, Teebaumöl und Kampfer. Ganze Völker können sie umsiedeln, indem sie Stroh oder Holzwolle in einen Blumentopf stopfen, wässern und das Ganze dann umgedreht auf ein Nest stellen. Nach einigen Tagen zieht das Volk in den Topf und lässt sich umsetzen. Die Frage ist nur, wohin damit? Denn überall sind die Ameisen schon da.